Die Stadt vom Reißbrett. Folge des Bombenangriffs vom 5. März 1945, der die City gründlich zerstörte. Erinnerung an die Stadt, als sie noch Chemnitz hieß. Schuhkartons in Reih und Glied. Gepriesen als Architektur des sich entfaltenden Sozialismus in Chemnitz, das seit 1953 den Namen von Karl Marx zu tragen hat. Sonnenberg. Ein traditionelles Arbeiterviertel auf der Randhöhe des sächsischen Manchester. Die ehemaligen Mietskasernen sind für so manchen attraktiv, der sich in den Wohnwagen der Neubauten unbehaust fühlt. Über Jahrzehnte wurden die alten Quartiere vernachlässigt. Jetzt sollen sie saniert und restauriert werden. Der Turm vor dem Rathaus, einer der ältesten Industriestädte Deutschlands, der größten Sachsens. Mit Sehenswürdigem ist sie mager bestückt. Nur wenige Sterne im Reiseführer. Einer davon weist auf das Renaissance-Portal mit den Figuren Judith und Lucretia. Die Jakobikirche, älteste der Stadt. Aber so, wie sie da steht, ist sie von 1912. Deutsche Eigenart, nach Berühmtheit zu haschen. Wer hat nicht alles Chemnitz berührt, ist also mal durchgefahren. Friedrich der Große, Napoleon, Goethe versteht sich, wo war der nicht? Und Richard Wagner. Der hatte in Chemnitz sogar einen Verwandten, den Drogisten Wolfram. Und alle haben sie das Barockhaus des Kaufmannes Siegert gesehen. Theaterplatz, die Oper, daneben die Petrikirche. Vis-à-vis der Petrikirche das Museum. Vor der Front Stämme des versteinerten Waldes, vor mehr als 250 Millionen Jahren von vulkanischem Ascheschlamm überschwemmt und durch Kieselsäure gehärtet. Im 19. Jahrhundert wurden die Reste aus grauer Vorzeit bei Bauarbeiten entdeckt. Ein Ereignis für die Naturhistoriker. 250 Millionen Jahre, schön alt. Ein Fingerzeig in die Chemnitzer Vergangenheit. May 1898. Diese Bilder sind ein seltenes Dokument. Gedreht nur 3 Jahre, nachdem die ersten Bewegungen im Film festgehalten wurden. Zu gemeinsamem Fest ziehen die zahlreichen Schützenvereine durch die Stadt. Treffen sich 2 Deutsche, gründen sie gleich einen Verein. In einer Industriestadt wie Chemnitz ist dieser Drang zur Geselligkeit besonders stark. Hier wird Unterhaltung nicht geliefert, hier muss man sie selbst organisieren. Forderung in diesen Tagen: 8 Stunden Unternehmerdienst, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Menschsein. Seit 1883 ist Chemnitz Großstadt. 100.000 Einwohner. Das neue Rathaus von 1911 als Sinnbild für den Zuwachs. 1813 nur etwas mehr als 13.000 Bürger. 1914 sind es über 300.000. Die Synagoge, Mitglieder der großen jüdischen Gemeinde, sind im Handel der Stadt maßgebend. Königliches Gymnasium, sächsisches Schulwesen, Vorbild für Deutschland. Einladung zum Kaufen und Bummeln, die Königstraße. Mit dem Gendarm, den die Sachsen in ihrem Hang zur Verniedlichung Schangdiddel nennen. Pferdestärken aneinander gekoppelt. Warum der Auflauf? Eine Lokomotive von Richard Hartmann, dem größten Maschinenbauer von Chemnitz, wird durch die Straßen gezogen. Ein armer Hufschmied legte den Grundstein für das bedeutendste Industriewerk Sachsens. Wie bei Chemnitz als Stadt, so auch beim Hartmannschen Unternehmen. An der Wiege stand das Textil. Mit Spinnereimaschinen wurde begonnen. Aus Einzelunternehmungen sind um die Jahrhundertwende Aktiengesellschaften gewachsen. Größe wird repräsentiert.
mit rauchenden Schloten, die der Stadt den Spitznamen geben, Ruß Chemnitz. Aber die Umwelt ist zu dieser Zeit noch kein Thema. Produzieren ist das Gebot. Rhein-Neckar auf 50.000 Quadratmeter mit 2.500 Beschäftigten. Sachsens König Georg kommt, 1902. Gleich nach der Thronbesteigung erweist der alte Herr Chemnitz seine Reverenz. Im armen Sachsen, in dem sparsam gewirtschaftet werden muss, ist die Stadt eine Potenz. Sie bringt Geld in die Kasse. Das muss estimiert werden. Gängige Redensart: In Dresden wird repräsentiert, in Leipzig kommerzialisiert und in Chemnitz produziert. Erste Mai-Kundgebung 1910. Kampf um den 8-Stunden-Tag. 75% der Chemnitzer Arbeiter sind Gewerkschaftsmitglieder. Und dieser Mann ist ihr Herold, Gustav Noske, Sozialdemokrat, Redakteur der SPD-Zeitung Volksstimme, Chemnitzer Reichstagsabgeordneter. Mit 2/3 aller abgegebenen Stimmen wird er gewählt. Im Opernhaus startet der Sänger Richard Tauber 1913 zu einer Karriere, die zu Weltruhm führt. Immer nur lächeln, immer vergnügt, immer zufrieden, wie dem, was ich hebt, lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen. Sachsen, kein Land des Lächelns, arm mit dem Blümchenkaffee, so dünn, dass man die Blumen in der Tasse sehen kann. Erstklassig das Carola-Hotel, Übernachtung 2,50 Mark bis 12 Mark. Zu teuer für die sächsischen Sportsleute, die sich in Chemnitz ein Stelldich eingeben. Turnen wird in der Stadt großgeschrieben. Den kleinen Mann zieht es in eine Vielzahl von Vereinen, von der Turnerschaft Gut Heil bis zum Deutschvölkischen Turnverein. Chemnitz sozusagen ein Vorturner für Sachsen, in strahlendem Weiß mit Krawatte. Und die Damen schwingen mit. Weitsprung à la 1913. Chemnitz handfest rundum. Frisch, frei, fröhlich, fromm, turnt auch Chemnitz in den Ersten Weltkrieg. Deutschsein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Von 1914 bis 1918 wird Geschichte mit Blut geschrieben. Erst mit Begeisterung, dann mit Trauer, schließlich mit Wut. Revolution als Folge des verlorenen Krieges, Arbeiter- und Soldatenräte als Ausdruck einer Basisdemokratie. Aber die extreme Linke strebt nach der Diktatur des Proletariats, getreu dem Moskauer Vorbild. Gegen eine solche Räteherrschaft macht die Sozialdemokratie mobil, zu diesem Zweck sich verbindend auch mit alten autoritären Kräften. Nicht das Diktat, die Wahl soll entscheiden. Die Parole der SPD: für Parlamentarisierung gegen Sozialisierung. Am 8. November 1918 war vor der Oper die Republik proklamiert worden. Scheinbar eine Idylle. Bis 1928 steht der Brunnen am Königsplatz. Allegorien der Tageszeiten. Bis 1902 zierten sie die Brühlsche Terrasse in Dresden. Die Dresdner machten Bronzeabgüsse und schickten die zersetzten Sandsteinfiguren den Chemnitzern. Wer wenig Schmückendes besitzt, ist auch für unzulänglichen Schmuck dankbar. Das Leben ist zu einer Lotterie geworden, mit wenigen Gewinnern und ungezählten Opfern. Im Laufe des Jahres 1921 sind die Lebenshaltungskosten um über 73% angestiegen. Erst Brot, dann Reparationen für die Sieger, verspricht die Regierung in Berlin. 1923 die Straße in Aufruhr. Das sächsische Kabinett aus SPD und KPD, soeben gebildet, überlegt in Chemnitz Ausruf eines Generalstreiks für das Reich. Aber dazu kommt es nicht. Die sächsische Regierung wird von Berlin aus abgesetzt.
Papier von relativem Wert. Inflationsgeld. 1923, Löhne und Gehälter werden in Millionen, Billionen und Milliarden ausgezahlt. Wer Geld hat, muss es schnell loswerden. Denn schon in Stunden kann der nächste Preisschub kommen. Im Oktober 1923 kostet der Liter Milch 5,4 Millionen Mark, Ende November 360 Millionen. Die Geschäfte öffnen nur kurz. Nicht verkaufen, tauschen ist Mode. Und wer nichts zu tauschen hat, den packt das Elend. Die Chemnitzer Großindustrie hat die Inflation gut überstanden. Sie bekam Kredit, sie investierte und konnte dank der Geldentwertung Schulden fast im Handumdrehen tilgen. Verarmt dagegen ist der Mittelstand, in Chemnitz wie überall im Reich. Die Unternehmen der Stadt aber florieren. Ein Beispiel dafür, die Wandererwerke, 1885 gegründet. Die erste Schreibmaschine mit Typenkorb und Schreibwalze hatte 1866 der österreichische Mechaniker Mitterhofer gebaut. Die Amerikaner waren es, die zunächst Schreibmaschinen in großen Stückzahlen fertigten. Med in Chemnitz als Konkurrenz. Fabrikation in Serie, aber von hoher Qualität. Marktanteile werden erobert. Die Wandererwerke zeigen eine breite Palette von Produkten vor. Dazu gehören auch Fahrräder, die überall auf Deutschlands Straßen rollen. Zusammen mit den Autos aus dem Chemnitzer Unternehmen. Der Sachse ist ein Tüftler. Die Mechanik, das Puzzle, das Kleine und Feine fasziniert ihn. Der Hauptmarkt. Kaiser Wilhelm I. hoch zu Ross, flankiert von Bismarck und Moltke am neuen Rathaus. Die drei Rathäuser, hier das ältere, das 1889 das neue war, illustrieren die Bevölkerungsexplosion der Stadt. 1871 bei der Gründung des Deutschen Reiches knapp 70.000 Einwohner, 1925 über 330.000. In Chemnitz wird es eng. In der von Arbeiten und Wohnen gemischten Stadt hat die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Die sächsische Feuerwehr aber ist von Alters her, erst als Freiwillige, dann von Berufswegen, ein reichsweiter Qualitätsbegriff. Sächsische Gründlichkeit bewährt sich auch an der Spritze. Chemnitzer Devise, sparsam sein, aber Notwendigkeiten Tribut zollen. Notwendig ist auch eine moderne Müllabfuhr mit der Automatik für die Abfallkübel. Feines Chemnitz. Hinauf zum Kassberg, dort, wo die Luft besser ist und wo die Geschäftsleute und Beamten wohnen. Auf dem Sonnenberg die Pauvreté, auf dem Kassberg die Haute-Volée. Wer hier hochfährt, wählt nicht SPD oder gar KPD. Die elektrische. Einmalige deutsche Kuriosität in Chemnitz, Rollen auf schmaler Spur. Die Engländer hatten es so gewollt, aus Konkurrenzgründen, als sie 1880 der Stadt die Pferdebahn verkauften. Und bei der schmalen Spur blieb es. Gegenwart hat lange Wurzeln. Vor dem Schlachthof. Die Großfleischer kommen nicht mehr mit der Pferdekutsche, jetzt kommen sie im Auto. Und die Gesellen steigen aufs Motorrad. Schon 1893 hatte Chemnitz seinen Schlacht- und Viehhof eröffnet. Mehr Frauen als Männer leben in der Stadt. Die Textilindustrie braucht viele zarte Hände. Aus dem engen Tal heraus Griff auf die Höhen und ins Umland. So entwickelt sich die Stadt seit der Jahrhundertwende in einer permanenten Welle von Eingemeindungen. In den Dörfern wohnen kaum noch Bauern. Arbeiter pendeln mit der Straßenbahn ein und aus. Fünftes sächsisches Landestonfest. Ganz Chemnitz ist auf den Beinen und im Jubel vereint. Da zieht er heran, der Großturngau Leipziger Schlachtfeld. Tonvater Jahn lässt grüßen, der Wehrertüchtiger gegen Napoleon, den Franzosenkaiser, der 1813 in Leipzig besiegt wurde. Allerdings nicht von den Sachsen. Die hatten Napoleon nämlich bis zuletzt die Treue gehalten. Das ist aber jetzt, 1930, vergessen.
Deutsch und national sind die Sachsen nun auch, besonders ihre Turner. Die machen friedrichiangetreu aus der Leibesübung eine vaterländische Erziehung. Die Turnerei als deutschtümelnde Ideologie. Chemnitz bleibt erhalten, steht auf dem Pferdewagen. In der Rückschau nimmt es sich wie eine Beschwörung aus. Aber an Krieg denkt 1930 keiner der Sportler, die ins Stadion ziehen. Der Sachse, mit Schaulust geboren. Ist irgendwo was los, sagt er, da machen wir hin. Und das sagt er nicht nur, das tut er auch, um Eindrücke zu sammeln. Die Sächsin wirtschaftet, dass das Bett kracht. Kurt Tucholsky sprach aus unmittelbarer Erfahrung. Auch sächsische Eigenheit, die Betulichkeit. Und danach husch husch ins Körbchen. Jetzt haben die Männer ihren Auftritt. Und ihnen das Gefühl zu vermitteln, sie seien die Größten und Stärksten, das versteht die Sächsin. Das macht sie auch so beliebt bei Deutschlands männlichem Geschlecht. Chef sein, die Kommandos geben, sächsische Traumrolle. Ins Umfeld zieht es die Chemnitzer. Heraus aus der Stadt, in der man, wie hier auf dem Johannesplatz, die Abgase der Industrie schmecken kann. Busse fahren ins nahe Erzgebirge, nach Annaberg-Buchholz, nach Oberwiesenthal, wo gute Luft und reizvolle Landschaft zu genießen sind. Am Montag steigen die Chemnitzer wieder ins Getriebe. Den freien Samstag gibt es noch nicht. Aber am nächsten Sonntag wird zum nächsten Ausflug gestartet. Industriearchitektur aus den 20er Jahren. Das Astra-Werk, Produktionsstätte für Buchungsmaschinen. Das Stadtbad. Geldmangel ließ Fertigstellung erst 1935 zu. Das Hotel Chemnitzer Hof von 1928. Das Kaufhaus Schocken. Ausrufezeichen in der Architekturgeschichte. Entworfen von Erich Mendelssohn, der 1933 aus Deutschland emigrieren musste. Die Fensterbänder sein Charakteristikum. 1929 Turbulenzen. Zusammenbruch der New Yorker Börse. Kurzfristig gegebene Kredite werden aus Deutschland abgezogen. Wer noch Arbeit hat, kann sich glücklich preisen. Viele Firmen gehen in Konkurs. Hitler in Chemnitz 1931. Die Wirtschaftskrise ebnet mit der Diktatur den Weg. 16. März 1933. Die SPD-Zeitung Volksstimme wird zunächst zeitweilig, dann endgültig verboten. Die Nazis sind an der Macht. Und mit dem eigenen Blatt sichern sie ihre Herrschaft im Rathaus ab. Die nationalsozialistische Presse, Mittel zur Gleichschaltung von Herzen und Hirnen, wie es heißt. SA-Abordnungen und NS-Kraftfahrer vor der Oper. Im Bezirk Chemnitz-Zwickau gewinnen die Nazis bei der Märzwahl von 1933 50% der Stimmen.
Die Betriebe sind Teil von Hitlers Kriegswirtschaft geworden. Gewinne werden wieder gemacht. Die Industrie ist mit dem Führer zufrieden. Und die braune Propaganda preist Chemnitz im Film als die Stadt der rauchenden Schlote. Der seit langem geübten Kunst, Metall zu schmieden und zu bearbeiten, verdankt Sachsen jenen Stamm auf das sorgfältigste geschulter, hochqualifizierter Arbeiter, der vor allem in der Maschinenindustrie beschäftigt ist. In den riesigen Montagehallen gewinnt man ein Bild von der Größe der sächsischen Maschinenindustrie. Die Präzision, mit der alle ihre Erzeugnisse hergestellt werden, hat ihr die Achtung der ganzen Welt verschafft. Prüfinstrumente messen auf den tausendstel Millimeter genau. Solche Exaktheit des Arbeitens verlangt vor allem der Automobilbau. Durch den Zusammenschluss verschiedener sächsischer Automobilfirmen ist die sächsische Kraftwagenindustrie eine der größten des neuen Reiches geworden. Dieser Zusammenschluss wurde tatkräftig gefördert durch den Herrn Reichsstatthalter in Sachsen, Mutschmann, und den sächsischen Wirtschaftsminister Lenk. Mit dem lebhaftesten Interesse nehmen beide am Gedeihen der sächsischen Automobilindustrie und ihrer Gefolgschaft teil. 150 bis 160 Wagen werden täglich in sämtlichen Werken der Auto-Union erzeugt. Der ehemalige Korsettfabrikant Martin Mutschmann, jetzt Reichsstatthalter. Im Zeichen der Wirtschaftskrise waren 1932 die sächsischen Automobilfirmen Porsche, Audi, Wanderer und DKW zur Auto-Union zusammengeschlossen worden. Die vier verschlungenen Ringe am Kühler, eine Chemnitzer Qualitätsmarke. Heute steht das Zeichen in Ingolstadt. Wer erinnert sich noch des Ursprungs? Kilometer Tempo geht es nach Chemnitz und immer noch führt Diederich Stockmann. Die Fahrradstadt ist auch eine Hochburg des Radsports. Während das Rote Feldes in Chemnitz eintrifft, ist Diederich mit 5 Minuten Vorsprung schon durch das Ziel gegangen. Chemnitz, Erfurt, 205 Kilometer. Vorbildlicherweise macht auch hier wieder die Straßenpolizei Wege und Straßen frei für das große Rennen quer durch Deutschland. Die Maschine ist für den sächsischen Arbeiter nicht nur ein Werkzeug. Zu ihr hat er auch ein persönliches Verhältnis. Von dieser Mentalität profitieren die Webereien und Wirkereien. Sie haben Weltruf. Wesensart im Gedicht. Die meisten Deutschen sind aus Sachsen. Das merkt der Mensch auf Reisen schnell. Aus Chemnitz, wo die Strümpfe wachsen. Aus Dresden, wo sie hellisch hell. Aus Leipzig, wo sie egal drucken, der Sachse kriegt den Kram nicht satt. Und alles muss er sich begucken, was auf der Welt zwei Sternchen hat. Die Welt begucken, auch aus dem Ballon. Zum Ausscheidungsfliegen für das Gordon-Bennett-Rennen starteten in Chemnitz 8 deutsche Ballone. Chemnitz hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg einen Luftschifferverein mit einem eigenen Flugplatz. Die Nationalsozialisten nutzten Sportbegeisterung für ihre Zwecke. Scharfer Südwestwind, aber die Teilnehmer kamen alle gut ab. ...1939, handwerkliches Können allein im Dienst der Rüstung. Unter Volldampf steht die Chemnitzer Industrie. Noch sind die Männer am Werk, bald müssen sie an die Front. Frauen treten an ihre Stelle. Denn total soll er sein, der Krieg. So will es Hitler. Die Volksgenossen tun mit. Sie haben sich zwar 1939, anders als 1914, nicht begeistert auf Schlachtkurs geschwungen. Aber Widerstand leisten angesichts massierter Gewalt? Einzelne versuchen es auch in Chemnitz. Sie haben keine Chance. Es hätten ihrer mehr sein müssen. Aber Heldentum ist stets die Ausnahme, nie die Regel. Ja.
Räder rollen für den Sieg. Das schreiben die Nazis auf die Lokomotiven. Nein, sie rollen in den Untergang. Der gegnerischen Kriegsmaschinerie, Übermächtigen, fällt auch Chemnitz zum Opfer. Ein Luftangriff am 5. März 1945 zerstört einen Großteil der Produktionsstätten und fast die Hälfte aller Wohnungen. 7 Bombardements sind vorausgegangen. Die Sondermeldungsfanfare des Dritten Reichs geht unter im Chaos. Ein deutscher Soldat. Eines von 40 Millionen Opfern des Krieges in Europa. Eine Biografie ist zu Ende, ehe sie sich entfalten konnte. Zeichnet von schweren Kämpfen, amerikanische Soldaten. Sie haben die Peripherie von Chemnitz erreicht. Gegen den Vormarsch hat Hitler sein letztes Aufgebot mobilisiert. Ohne Sinn für die Wirklichkeit, aber voller Wahn will er jetzt noch im April 1945 die Wende zum Sieg hin erzwingen. Junge Soldaten bezahlten den Glauben an den Führer, an eine imaginäre Wunderwaffe mit dem Leben. Fanatismus sieht nicht, was ist. Er speist sich nur aus der Vorstellung. Gefangenschaft. In der Mitte ein Blitzmädel, wie die Nachrichtenhelferinnen der Wehrmacht genannt wurden. In Zivil hat sie versucht, unterzutauchen. Im Dornbusch stehen wir still wie viele Blinde, auf die der graue Tau der Schwermut fällt, und flüstern eine Frage in vier Winde: Wo ist ein wenig Frieden in der Welt? Verse von Günter Weisenbaum. Der Kohlenklau geht um. Jeder ist sich selbst der Nächste. Sittlichkeit, Konvention, sie sind außer Kraft gesetzt. Diebstahl ist Alltag. Geschäfte, Vorratslager werden aufgebrochen und gestürmt. Genommen wird, was da ist. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann brauchbar. Wer plündert, wird erschossen, plakatieren die Sieger. Wollten sie dieser Verlautbarung die Tat folgen lassen, müssten Massenexekutionen stattfinden. Amerikanische Razzia. Die vorgehaltene Waffe ist nur eine Drohgebärde, um die Rückgabe des Geraubten zu erzwingen. Das ist 1945 übrig geblieben von Hitlers germanischer Herrenrasse. Und sie bezeichnete der Diktator als Untermenschen. Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion machen sich auf den Heimweg. 2,4 Millionen waren nach Deutschland verschleppt worden. Eingegliedert auch in Chemnitz in die Kriegswirtschaft. Die Rückführung wird von Amerikanern und Russen überwacht. Mancher der Sowjetbürger wird zu Hause als unsicheres Element gebrandmarkt und ins Lager gesteckt werden. Die Sieger. Es lebe die Rote Armee. Die deutschen Kommunisten sind am Ziel ihrer Wünsche. Die Amerikaner ziehen aus Sachsen ab, nicht ohne vorher Wertvolles demontiert zu haben.
Russen als Nachfolger. Nach fast 150 Jahren sind sie wieder im Zentrum Europas. Enteignung. Mit einem Volksentscheid 1946 in Sachsen bereitet die KPD die Verstaatlichung der Industrie in der sowjetischen Besatzungszone vor. Chemnitz ist unter den großen Städten Sachsens mit über 82% Ja-Stimmen Spitzenreiter. Deutschland Ost wird eine neue gesellschaftliche Verfassung verpasst, nach Moskauer Modell. Aber diese Kontur ist zu diesem Zeitpunkt für die Mehrheit noch nicht erkennbar. Die Menschen sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln. Der Arbeitseinsatz aus freien Stücken wird er geleistet. Noch braucht er nicht befohlen zu werden. Auf den Trümmerbergen bildet sich eine Solidarität, die aus gemeinsam erfahrener Not geboren ist. Man ist sich einig, es muss anders werden, damit es besser werden kann. Statistik, der Schutt, die Hinterlassenschaft des Krieges, wird in Deutschland auf 400 Millionen Kubikmeter beziffert. Trotz Freiwilligkeit gilt bereits, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Chemnitz 1946. Bilanz wird gezogen. 230 Großbetriebe sind von Bomben schwer getroffen. Über 1500 mittlere und kleine Unternehmen total zerstört. Aber die aus Ruinen hervorgeklappten Maschinen laufen wieder. Arbeit ist für den Sachsen nicht nur das halbe, sondern das ganze Leben. Und diesen Eifer kombiniert er mit Fingerfertigkeit. Von Anfang an wurde auch dafür Sorge getragen, unsere Industrie wieder in Gang zu bringen. Unzählige Hindernisse mussten überwunden werden. Aber der feste Wille, alle Schwierigkeiten zu meistern und das entschlossene Zupacken aller haben es geschafft, dass Chemnitz in absehbarer Zeit seinen Namen als Textilstadt wiedergewinnen kann. Zumal jeder Meter Gewebe und jedes Paar Strümpfe, die von nun an produziert werden, die allgemeine Not lindern, die Versorgung unseres Volkes bessern helfen. Heute wirken und weben wieder Maschinen in den Fabriken unserer Stadt. Die Menschen schaffen wieder Werte. Werte schaffen. Ein paar Strümpfe sind in diesen Tagen Gold wert. Wer 1946 ein Dach über dem Kopf hat, ist König. Der Augenzeuge, die Wochenschau der Ostzone, müht sich, die Menschen mit Optimismus zu beseelen. Es wachsen wieder Bauten empor. Das Gesicht der Stadt zeigt die Züge neuen Lebens. Das Leben hat wieder begonnen zu pulsieren. In aller Fülle wird es sich heute und auch noch nicht morgen wieder entfalten können. Doch in steter Entwicklung bewegt es sich aufwärts. Abwärts. Arbeiter für Untertage gesucht. Die Wismut, Förderer von Uran im Erzgebirge. Eines von mehr als 200 Unternehmen, die die Sowjetunion als Reparation in ihren Besitz genommen hat. Sachsen hilft mit, das amerikanische Kernwaffenmonopol zu brechen. Demontagen und Entnahmen aus der laufenden Produktion aber lassen keinen Aufschwung zu. Bilder als Illustration. Adolf Hennecke, Bergarbeiter und Aktivist mit Rekordleistung. Henneken, 1948, ein Schimpfwort unter den Arbeitern. Der Bevölkerung von Chemnitz war es vergönnt, den Weltfeiertag der Werktätigen gemeinsam mit unserem Präsidenten zu feiern. Ungezählte Male musste Wilhelm Pieck den Hochrufen danken, die zu ihm heraufschalten. So wurde in Chemnitz wie in der ganzen Republik der Feiertag der Arbeiterklasse im Geiste der Worte Wilhelm Piecks begangen, der den 1. Mai 1951 einen Kampftag für den Frieden und gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands nannte. Ein Regime, das den ganzen Menschen für sich haben will, muss ständig für Bewegung sorgen. Wer in Ruhe gelassen wird, kann nachdenken. Und wer nachdenkt, zweifelt an dem Lied, das da lautet: die Partei, die hat immer recht. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizt nie, und wo sie war, war das Leben, und was wir sind, sind wir durch sie.
Chemnitz 2 Jahre später, 1953. Wieder ist es Mai, nicht der 1., der 10. Die Stadtgeschichte, die um 1136 mit einem Benediktinerkloster an dem Flüsschen Chemnitz begonnen hatte, sie will die SED nun krönen. Das ist der Gipfel. Namenstag ist angesetzt. Und Ministerpräsident Grotewohl ist gekommen, um den sozialistischen Taufakt zu vollziehen. Reichlich einen Monat später wird der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 stattfinden. Antwort auf den forcierten Aufbau des Sozialismus in der DDR. Die Menschen, die hier wohnen, schauen nicht rückwärts, sondern sie schauen vorwärts auf eine neue und bessere Zukunft. Sie schauen auf den Sozialismus. Sie schauen mit Liebe und Verehrung auf den Begründer der sozialistischen Lehre, auf den größten Sohn des deutschen Volkes, auf Karl Marx. Ich erfülle darum hiermit den Beschluss der Regierung. Ich vollziehe den feierlichen Akt der Umbenennung dieser Stadt und erkläre, von nun an trägt diese Stadt den stolzen und den verpflichtenden Namen Karl-Marx-Stadt. So sind die Chemnitzer Karl-Marx-Städter geworden. Sie finden sich damit ab. Sachsen rebellieren nicht gegen die normative Kraft des Faktischen. Sie schließen ihren Frieden mit den Umständen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Sowjetische Paten auf der Tribüne. Für Marx war Kommunismus gleich vollendeter Humanismus. Die Chemnitzer schauen sich um und sie stellen fest, wie weit sie in Karl-Marx-Stadt von diesem Ideal entfernt sind. Ein neuer Name fällt ihnen ein: Murks-Stadt. Seit 1952 ist Karl-Marx-Stadt Zentrum des gleichnamigen Bezirkes, der mit etwa 2 Millionen Menschen der bevölkerungsstärkste der DDR ist. Der Rote Turm, ein Rest Mittelalter. Der Schlossteich. Und immer wieder Maschinen. Sie bestimmen den Lebensrhythmus. Die Barkas-Werke, ehemals Auto-Union. Produzent des Transporters B-1000 und der Motoren für den Kleinwagen Trabant. Seit dem DKW, dem kleinen Wunder, ist Chemnitz gleichbedeutend mit dem Zweitakter. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Der Kampfruf aus dem Kommunistischen Manifest, viersprachig am Haus der Staatsorgane. Organisch ist hier gar nichts, nur versteinert. Karl Marx als furchterregender Weihnachtsmann, keine Bescherung. In seinem Namen wird die Rute geschwungen. Karl Marx Städter, Uniform. Frauen und Männer in schwarzen Lederjacken. In den Geschäften gibt es keine Qual der Wahl. Man hat zu nehmen, was da ist, und muss schnell zugreifen. Deshalb, wohin man auch geht, die Tasche, der Einkaufsbeutel ist stets dabei. Karl-Marx-Stadt ist neben Ost-Berlin der am stärksten mit Industrie besetzte Bezirk der DDR. Die ehemaligen Wandererwerke. Wie eh und je pendeln Arbeiter Tag für Tag ein und aus. Etwa 30.000 wohnen in den Landkreisen rings um die Stadt. Robotron. Unter dieser Bezeichnung firmiert die Datenverarbeitung in der DDR. Das Fahrrad war in der DDR, anders als in der Bundesrepublik, nie aus der Mode. Bei den Elite-Diamantwerken laufen sie vom Fließband. Ebenso wie die Strickmaschinen sind sie ein Exportartikel der DDR. Der Bau von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen dominiert heute in der Stadt. Das Textil ist abgewandert. Die DDR gehört zu den 10 größten Industrieländern in der Welt. Und sie besitzt den höchsten Lebensstandard aller kommunistisch regierten Staaten. Das Heckert-Kombinat. Fritz Heckert, 1919 Gründer der KPD in Chemnitz.
Man hätte sie gern abgeschafft, die Straßenbahn. Der Bus galt als Weltniveau. Inzwischen erlebt die elektrische auch im Westen eine Renaissance als umweltfreundliches Verkehrsmittel, wenn sie, anders als in Karl-Marx-Stadt, auf leisen Sohlen kommt. Zentralhaltestelle, Hauptumschlagplatz. Mit 1400 Straßenbahnwagen und 140.000 Umsteigern pro Tag. Lärm in der Fabrik, Lärm nach Feierabend, das nervt. Umwelt, für die Stadt seit jeher ein leidiges Kapitel. Hoch ist nicht nur der Geräuschpegel. Intensive Abgase plagen auch. Besonders im Winter bei Hochdruck kann die Dunstglocke über der Stadt nicht abziehen und die Sonne hat dann keine Chance mehr. Statt einst 300 Schornsteinen, jetzt 200. Von Chemnitz zu Karl-Marx-Stadt. Dennoch, der Ruß ist geblieben. Kommt ein DDR-Bürger in eine fremde Stadt, führt sein erster Weg ins Warenhaus, nicht zu den Sehenswürdigkeiten. Karl-Marx-Stadt ist für Käufer attraktiv. Das Angebot ist hier größer als andernorts. Die Industriemetropole muss von der Partei bei Laune gehalten werden. Das Brühlviertel, bis 1933 ein Reservoir der KPD. Es wurde nicht, wie so vieles, ein Opfer der Spitzhacke, es wird restauriert. Fußgängerzone, Erlebnisbereich genannt. Nicht jede Stadt kann sich damit schmücken. Nur Zentren der Werktätigkeit und des Tourismus werden damit ausgezeichnet. Straße der Nationen, Kunstgewerbe. Es steht in der DDR hoch im Kurs. Es kann aber die konstruierten Plätze mit ihrer normierten Begrünung nicht heimlicher machen. Charlie Marxtown nennen die Jungen ihre Stadt. KM-Stadt ist auch im Umlauf. Die Älteren sagten zu Chemnitz in sächsischem Dialekt schon immer Kams. Und damit erregen sie keinen Anstoß, denn das klingt wie ein Zusammenziehen der Abkürzung von Karl-Marx-Stadt. KMS, Kams, sublimer Widerstand. Sachsen, Objekt des Spotts der übrigen deutschen Stämme. Die Sachsen sind aber nicht zum Lachen, sie sind auch nicht nur gemütlich. Ihr hervorstechendster Charakterzug ist ihre Energie. Chemnitz, Karl-Marx-Stadt als Beispiel. Sich gegen Widrigkeiten behaupten, damit sind die Sachsen nicht von gestern, sondern von morgen in Deutschland.